Hallo zusammen. Heute verrate ich Ihnen wieder Tipps und Tricks zur ERP-Software von Microsoft. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie mit Microsoft Dynamics 365 Business Central mit Berichten arbeiten. Das heißt, ich zeige Ihnen die Berichtszusammenstellung, Speicherung, Vorschau sowie Planung. Je nach Position schlägt Dynamics 365 Business Central Ihnen unterschiedliche Berichte vor, die Sie erstellen können. Ich führe Sie heute in der Rolle der Verkaufsauftragsverarbeitung durch die Berichte. Wenn Sie im Verkauf arbeiten, können Sie beispielsweise unterschiedliche Berichte bezüglich der Debitoren erstellen, wie eine Auftragsübersicht, eine Top-10-Liste oder eine Debitorartikelstatistik. Dazu klicken Sie in Ihrem persönlichen Dashboard oben rechts unter Aktionen auf Berichte. Wählen Sie nun einen Bericht aus, den Sie erstellen möchten, zum Beispiel den Bericht Debitorauftragsübersicht. Es öffnet sich eine Seite, auf der Sie bestimmen können, welche Informationen in dem Bericht enthalten sein sollen. Diese Seite wird Berichtsanforderungsseite genannt und sieht wie folgt aus. Je nachdem, wie ein Bericht eingerichtet ist, ist es möglich, gespeicherte Einstellungen zu nutzen. Dabei handelt es sich um eine vordefinierte Gruppe von Optionen und Filtern, die Sie für Berichte anwenden können. So lassen sich schnell und zuverlässig Berichte mit den richtigen Daten erstellen. Die Einstellungen können von einem Administrator für alle Benutzer erstellt und verwaltet werden. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, zuletzt verwendete Optionen und Filter zu nutzen. Dadurch erstellen Sie einen Bericht mit den Optionen und Filtern, die Sie auch beim letzten Mal verwendet haben, als Sie den Bericht erstellt haben. Sie können aber auch Optionen und Filter einstellen, die im Bericht angezeigt werden sollen. Zur Definition eines Filters wählen Sie unter Debitor das Kriterium aus, das Sie setzen möchten, zum Beispiel die Nummer des Debitors, und unter Ist den Wert, zum Beispiel Nummer 1000. So würde in dem Bericht ausschließlich der Debitor mit der Nummer 1000 angezeigt werden. Am Ende der Berichtsanforderungsseite sehen Sie unter anderem den Button Vorschau. Wenn Sie diesen wählen, gelangen Sie zu folgender Ansicht. Hier sehen Sie die Vorschau Ihres Berichts inklusive einer Menüleiste. Diese können Sie für folgende Aktionen nutzen: Navigation durch die Seiten, Vergrößern und Verkleinern, Anpassen der Seite an das Fenster, Auswahl des Texts, Verschieben des Belegs, Download als PDF sowie Drucken. Neben dem Button Vorschau gibt es am Ende der Berichtsanforderungsseite auch die Funktion Senden an. Diese wählen Sie aus, um den Bericht als PDF-Dokument, Microsoft Word-Dokument oder Microsoft Excel-Dokument zu speichern. Wenn Sie auf Senden anklicken, erhalten Sie neben der Möglichkeit der Speicherung auch die Möglichkeit der Planung. Wenn Sie diese auswählen, können Sie festlegen, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit der Bericht ausgeführt werden soll. Außerdem können Sie festlegen, ob Sie den verarbeiteten Bericht dann speichern, drucken oder nur verarbeiten möchten. Das war's auch schon mit dem heutigen Tutorial. Ich hoffe, dass ich alle Ihre Fragen zum Arbeiten mit Berichten in Microsoft Dynamics 365 Business Central beantworten konnte. Sollten Sie dennoch Fragen haben, zögern Sie nicht und schreiben uns gerne eine Mail, rufen Sie uns an oder kommentieren Sie unter diesem Video. Abonnieren Sie außerdem noch unseren Kanal, damit Sie nichts mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal.